relativ hell. So, damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Lotus-Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Mit dabei natürlich der Phasus. Hallo. Wir haben den Dennis dabei. Hallo. Und natürlich der Hobby. Hallo. Der so schön klar spricht. Grüß Gott. So, grüß miteinander. So, jetzt muss man mal hier. Achso, Spiegel ausklappen war ja gar nicht automatisch. Das war ja automatisch. So rum. So. Erstmal alles vorbereiten. Kurbel. So, das ist. So, das ist. So, Spiegel anlegen. Nö, ja. Brauchen wir nicht, hat er schon. So, Fahrerbeleuchtung können wir ruhig anmachen. Wir können die Freigabe hier machen. Fahrtrichtanzeiger, also Außenbeleuchtung. An. Jetzt ist noch drin alles an. So, wir sind heute auf der Linie 710 unterwegs. Aber diesmal in Route 43. Genau. So. Ja, ihr hört es natürlich schon, ne? Ja, Abenddämmerung. So, wie sie es gehört. Ich finde, das ist immer schön, immer den anzusehenden in Lotus. Gerade wenn uns so alles leuchtet und so. KI und so. Haben wir jetzt ja nun leider nicht. Aber so im Großen und Ganzen, ja. Schaut es doch eigentlich ganz gut aus. So. Wir können bevor schon mal losfahren. Und Hobby, du kannst auch schon mal losfahren. Ja, ich bin aber im Covid. Ich will das mal vorziehen. Was covidst du denn da bitte? Ja, die Innenanzeige vorne hin. Ja gut, dann mach das zu Ende und dann fahr los. Deswegen habe ich einen modernen Wagen. Ja. Die so. Ganz da. Da tun mir die Fahrer leid. Das ist ja noch gute alte Handarbeit, ne? Ja, da haben wir da uns wahrscheinlich sogar noch die Fahrgäste zugezogen. Bestimmt. Entschuldigung, könnt ihr mal kurz kurbeln? Ja, eigentlich verständlich. So, die Sonne scheint jetzt hier schön rein. Ja, drück den Knopf. Push the button. Ich denke, das funktioniert. Hört man sogar. So, Türen haben wir eingestellt. Vogel. Licht ist an. Auch schon. Hier, ich möchte nicht, dass mich hier irgendwer sieht. So, runtergezogen. So. Stehen wir hier noch gemütlich. Hobby, wie sieht's aus? Ja, lass mich doch mal kurbeln. Lass mich doch mal kurbeln. Bist du ein alter Mann? Wie lange ist man kurbelst du? Ja, ich habe ja mehr. Na, er muss ja 20 Mal kurbeln. Ja, warte, es sind. Ich werde nachzählen, wie viel Anzeigen das sind. Eins, zu viele. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, zu viele für Hobby. Ich merke schon sieben. Ich habe mich doch schon wie du. Das sind sieben Anzeigen. Ja, wenn dann musst du noch an die Kurve noch drankommen, wo du nicht immer drankommst. Schade, ich kann bei dir nicht kurbeln. Ja, hättest du mir helfen können. Genau. Aber bei mir sieht alles gut aus. Bei mir sieht alles so aus, als ob du alles eingestellt hättest. Ja. Na dann, Hobby. Ich muss nur den B-Wagen noch kurbeln. Alter Mann voran, würde ich mal sagen. Ja, weiß. Alter vor Schönheit, oder wie würde ich sagen? Genau. Ohne Momento. Kurbel. Jetzt freut sich Hobby. Ups. Ich hab außerdem alle Türen aufgemacht. Wer kommt denn bitte da oben an diese Knöpfe da ran? Wo denn? Na, du hast ja bei dem B80 Stahl, mit dem wir übrigens unterwegs sind, hast du ja unten Knöpfe und oben Knöpfe. Ja, für den Hochbahnstein. Aha. Du hast ja
H-O-M-I und S-O. S-O ja. steht für Straßenoberkant, das bedeutet halt ganz normal ein Tiefeinstieg. Dann hast du M-I, das ist ein sogenannter Mittelbahnsteig, sind so circa 25 bis 30 mm über Schienenoberkante. Und dann hast du einmal H-O, das ist der klassische Hocheinstieg, der bei 1 Meter liegt. Ah ja. Je nachdem wird einmal hier dieses orange Ding runtergeklappt, beziehungsweise auch noch die dritte Stufe ausgefallen. So, ich fahre jetzt los. Ja, ich finde die Innenbeleuchtung nicht. Ja, Hobby ist wieder, denke ich mal, mit seinem komplett alten Gerät unterwegs. Ja. Der alten Dose. Müssten wir uns auch noch mal anschauen. Ja, ich fand, die sieht sehr geil aus. So. Von mir aus kann ich vorrücken, Dio. Gibt leider keinen Aschenbecher. Aschenbecher. Muss ja auch nicht immer rauchen. So, push the button. Hä? Hast du das Innenbeleuchtung? Ja. Ja, ich wundere mich, warum der B-Bahn nicht leuchtet. Oh. Ja, bei mir leuchtet der doch. Mein Beiwagen. Ja, meine ich ja, der leuchtet. Aber innen nicht. Doch. Ja, bei mir sieht aber innen dunkel aus. Also bei mir sind die Lampen alle an. Alle 40 Watt burnen. Hast du nachher müssen? Genau. Egal. Ich bin mit Messgerät rangegangen. Ja, bei mir sagt er echt duster, nicht raus beim Beiber, egal. Dann fahren wir mal los. Keine Geduld haben wir Jungen von heute. Tschüss. Auf Nimmer Wiedersehen, würde ich mal sagen. Spätestens an der Endhaltestelle wird es das lange sehende Wiedersehen geben. Dann muss ich aussteigen, rübergehen auf den Signalstellen, Anforderungen. So, einmal drücken, was so schön ist, dann wieder einsteigen, warten, bis Anforderungen kommen. So. Ach, da ist Licht. Hilfe, wie mache ich das wieder hoch? Aha. Ich krieg das Rollo nicht wieder hochgefahren. Ja, das Runde. Ich finde die Kasse halt, ne, ziemlich interessant. Das stimmt, aber die muss man erstmal verstehen. Ich geh immer noch das Phasis ist das Rollo beim B8 wieder hochgefahren. Vorne? Ja. Warum kannst du da eigentlich so einen Schlüssel? Also du hast da so ein Schloss drin und danach kannst du nicht mehr drucken. Ja. Ja, da kannst du die Drucker wahrscheinlich irgendwie mit abschließen abends oder so. Ja, stimmt, die Kasse kannst du auch abschließen, ja. Also da unten diese Fächer. Ja, und du kannst auch mit den Schlüssel auch zurückfahren. Du hast ja zwei Richtungsfahrzeuge. Dann muss der Schlüssel komplett raus. Erst musst du Leergang machen. Schlüssel komplett raus hin. Andere Dennis? Fahrerpult gehen, den Schlüssel reinmachen. Ganz links am Ende des Bandes hast du so einen Point, wo du drücken kannst. Achso, ja, das habe ich schon längst rausgefunden. Entschuldigung. Alles gut, danke trotzdem. Ich habe wirklich da die ganze Zeit durchgedrückt, bis ich irgendwann einen Punkt gefunden habe, wo man drücken kann. Weißt du, will man mal höflich sein, dann so. Nein, alles gut, das hat mir schon geholfen. Stopp. Hier auf. So, um halb fahre ich ab. Auf dem C, ja. Das heißt, gegen 29 werde ich meine Signalanforderung stellen. Bei diesen Ampeln kannst du auch nur Verspätung kriegen. Ja. Das meinst du, wie damals die Infrastruktur war? Damals konnten wir noch nicht gucken, wie viel Verspätung die Züge hatten. Damals wurde viel einfacher gefälscht. Heutzutage kannst du das nicht mehr bei den ganzen digitalen Systemen.
Achso, stimmt, die ging jetzt mit der Ansage nicht, ne? Nee, die musste nur auf die Liste. Bismarck. Stimmt, bei mir ist das ja keine automatische Weiterschaltung. Nein. Aber nur auf die Liste. Das kriegt man hin. Also, da glaube ich ganz fest an alle. Na, Bio. Naja, mal gucken. Bis jetzt habe ich es noch drauf, sage ich mal. Mhm. Noch. Noch, genau. Ja, die ersten Reihe stehen, denke ich. Ja, ja. Ja, ja, das ist bei mir genauso. Ach, da war ja was. Du musst ja weiterschalten. Zack, ich versieh's, musst du erstmal 20 Haltestellen. Ich glaube, Simlet kriegt hier den Preis des Jahres für die meisten runden roten und hellzeigenden Ampeln. Ja. Heute ist zum Beispiel schon wieder ganz extrem. Steinstraße. Man merkt doch gleich, der W80 Stahl fährt sich viel ruhiger als der GT8. Also der GT8 SU. Der W80 Stahl ist auch einfach cool. Ja, also war ja gleich fürs Fahrzeug, was ich ja von vornherein schon ziemlich nett fand. Ja. Wir wollen ja mal nicht zu viel loben. Aber mich erinnert, wie gesagt, diese Straßenbahn halt so wirklich unglaublich an den Microsoft Rennsimulator. Den gab es damals. Und das ist auf der Linie U79. Ach, ja. War das nicht der Stadtbahnsimulator Düsseldorf? Nein. Ja. Okay. Das war die U8. Da habe ich den Zug übrigens auch schon mal. So. 79 war ja nach Duisburg, ne? Hm. Ja, bin ich schon in Real mitgefahren. Und von Duisburg nach Düsseldorf hat man. Die hätte ich auch gerne für Umzug gewünscht. Jan Wellenplatz. Ich glaube, die bekannteste Linie U79. Oh, was steht der hier noch? Ja, schon. Ein bisschen jetzt auch verlassen, dass ich hier alleine bin. Ich bin doch schon weg, Mensch. Yeah. Alter, das sieht schon richtig schau aus, ja, mit dem Sonnenuntergang. Wie gesagt, wenn du mal so guckst, so untenrum so, weißt du, schon alles voller Schatten und oben so die Dächer, so die letzten Spitzen noch so mit so einem Sonnenschein drauf. Das ist schon echt hübsch. Scheibenwischer, gehen die hier eigentlich? Was? Die Scheibenwischer? Ja. Ja, Scheibenwischer gibt's auch. Die gehen sogar. Welche Taste waren die Scheibenwischer? Kannst du die, glaube ich, zusätzlich belegen pro Fahrzeug. Ich glaube, achso. Ansonsten einfach Scheibenwischer ist hier auf der linken Seite direkt das erste von der Mitte. Ah ja, hier, genau. Meiner sieht auch komisch aus. Kann der mal anders. Ich warte auch schon oft darauf, dass die ersten Vegetationen, also Wetterveränderungen kommen. Ich glaube, da kannst du noch. Dürfte wohl noch eine Weile dauern. Erstmal müssen sie das Spiel erstmal hinbekommen. Weil Wetter ist ja schon wieder sowas, was wir wieder extra Performance brauchen oder alles sowas. Ja. Ich bin jetzt Prinzenallee. Prinzenrolle.
keine Scheine. Ich bin in der Reihe nach Rheinstraße. Heinrich-Heine-Allee. Heinrich-Heine-Allee. Also stehe ich komplett auf dem Bahnhof? Ja. Basta. Ja, ja, rote Signale, ich liebe sie. Sie alle. Man muss dazu sagen, Rot ist eine Farbe, die aggressiv macht. Warum hat man gerade diese Farbe dafür genommen, um zu warten? Bio? Ja. Denk dran, hier am Heinrich-Heine-Allee, das rote Signal, was EBU-konform ist, ist nur für die Tunneleinfahrt, ja? Du kannst ja auch rüberfahren. Weiß ich. Also ein Pfeil nach rechts. Übersehen aber leider die meisten der Spieler, wie ich erschreckend feststellen musste. Dieses rote Signal ist nicht für uns hier wichtig. Nein, da warten einige Stunden lang und wundert sich, warum es nicht grün wird. Da kannst du lange warten. Das ist wie diese Ampel in Dresden, die nie grün wird. Seit 70 Jahren. Ratinger Tor. Oh, gib mir Fahrt, bitte. Noch. Gib's mir doch. Jetzt kommt gleich die schönste Stelle, wenn du über die Oberkasseler Brücke fährst und den Sonnenuntergang entgegen. Also, das ist eigentlich jetzt der schönste Teil der Strecke. Das ist dein Goodie. Nee, das Video kommt erst am Ende wieder mit der Wendeschleife. Ach so. Insider aus der letzten Folge, da müsst ihr unbedingt schauen. Ja. Nichts verpassen hier, nichts verpassen. Genau. Schalten Sie wieder ein, jetzt wieder um diese Luft. Wir kriegen auch immer schon jetzt Anfragen so von wegen so, wie sieht's aus, so Leitstellenfahrt und alles was. Ich glaube, das macht hier doch keinen Sinn. Eine Leitstellenfahrt halt so komplett ohne Fahrplan, ohne Menschen oder sowas. Ich glaube, das fetzt halt einfach nicht. Also wir waren ja bei der Leitstellenfahrt dabei gewesen. Ist zwar nett, ist witzig, aber irgendwie ist es halt was anderes, als wenn du das Ganze so über Omsi spielst halt, ne? Ja, da kommt der Kollege. Da fehlt halt irgendwie das gewisse Etwas. Aber schäle den auch so von. Funktioniert immer noch nicht, Robby. Machst du. Achso, du hast ein anderes genommen. Ich würde jetzt auch sagen, der Kollege ist super. Das siehst du eh nicht. Wenn wir mal Tür aufmachen, also. Das ist hier offen. Ja, also es wäre nur noch lustig, wenn ich eine Lichtschranke stören könnte. Jetzt habe ich zu lange geschnackt, jetzt kommt der Kollege hinterher schon. Aber hinten ist ja mein Kollege kommt auch. Ach, da kommt der andere. Servus. Hab sogar eine Schienebremse drin. Find ich lustig, wenn du auf dem Gaspedal drückst, dann gibt es einen schönen Twitch in der Zone. Hab jetzt den Finterwisch an, wo er aushält. Ja, ist was geht. Ach, Bier hat auch nicht geschildert. Hobby! Gerade noch so rübergekommen, ne? Ja.
Was ist denn mit Hobby? Ganz schön lange Orange, muss man sagen. Aber lieber F4 als F5. Oder ja, F0. F0, ja. Ja, auch noch. Achso, du hast noch Röhrenleuchtdinger drin, ja? Nee, ich packte mir diese Glühbirnen. Bergluft. Gerade habe ich Bremse rausgehen, dann bin ich rückwärts runtergerollt. Bisschen. Lugplatz. So, fahren wir über die schöne Rheinbrücke. Jo, ich liebe die Sonne. Barbarossaplatz. Du fährst mit der Sonne, nicht gegen die Sonne. Ach so. Ja, ich dachte, wo sieht die Sonne? Die ist schon ein bisschen die also arm rot gefällt, ne? Wenn du zum Hauptbahnhof fährst, ist das arm rot da nicht mehr. Das Abendrot. Ja. Abendrot. Abendrot. Der Abend droht. Ja, also. Ist es Abendrot? Ist es Abendbrot? Oh, ich war schon Hochgeschwindigkeit. Bin jetzt ja schnell gefahren, dass ist die Sicherung wieder rausgehüpft. Wie bitte? Die Sicherung ist rausgehüpft? Ja, Hobby hat da so einen Schwabenschuss. Oh, ey. Felsenplatz. Ja, ich hab vergessen, den zweiten Gang reinzumachen. Beim ersten Gang kannst du bis 50 fahren und der schneller als 50 fährt. Hüpft automatisch. Ich bin auf dem Weg, ich hab Sicherung dabei. Und wenn ich den zweiten Gang rein, man kann schneller fahren als 50. Ich bin gerade 70 gefahren über die Brücke. Nee, die Leute, die die Zugsicherung eingestellt haben, die haben einfach nur dran gedacht, haben sich die letzten Videos angeschaut, wie Hobby gefahren ist und haben dann danach geschlussfolgert, mehr als 50 können wir Hobby nicht zutun. Darum ich fahr ja 80, hallo. Darum habe ich den zweiten Gang reingemacht, jetzt kann ich schneller fahren. Ich fahre hier gerade 80. Ich bin auch vorhin 70 gefahren. Hochgeschwindigkeit. Boah, Hochgeschwindigkeit 70, wer kennt's nicht mal. Ah, Dennis, komisch. Muss mich wieder weg. Aber überprüfen. Ja, Brot, dann muss Dennis warten. Da kommt er ja schon angeräumt. Ah, er wartet da hinten. Oh. Ich hab F0. Ich hab auch rot. Bitte warten Sie, es wird angeklappt. Wir haben jetzt heute Fällt mir das? Ich hab F1. Halte sie nach löschen, ja. Ding. Und hopp. Macht mein Wagen ganz. Der grün zu klötzen. Ah, jetzt habe ich grün auch wieder gesehen. Was grün zu klötzen? Grüße Kotze, ihr Mai. Das habe ich gesehen, bleibe ich drin. Und tschüss. Wie und tschüss. Schweine. Ja, das ist noch ein schöner Ultra-Fahrzeug, da freut sich die Zugport. Die Straßenbahn. Wenn man noch so an OMSI 1 zurückdenkt, was da für alte Fahrzeuge gefahren, gemacht wurden, wie schön die auch gebracht wurden. Ja. Wobei man sagen muss, die Fahrzeuge hier sind schöner gemacht worden. Ja gut, ja. Du vergleichst jetzt gerade ein Spiel, was schon mindestens 15 Jahre auf dem Buckel hat, jetzt so mit einem Spiel, was jetzt vielleicht 2 Jahre alt ist. Ja, aber guck mal, selbst also wenn man für damalige Verhältnisse
sich um sie anguckt und die Busse sich denkt, dann hat man damals schon echt geil gefunden. Das war damals schon ein richtiges Highlight. Ja, aber also ich weiß nicht, ich kann es jetzt halt schlecht um sie, also wie Bio schon gesagt hat, du kannst es schlecht um sie und eins mit Lotus vergleichen, einfach weil es A, zeitlichen Sprung gab, natürlich auch einen technischen Sprung. Das kannst du natürlich nicht vergleichen, weil heutzutage Rheinbahnhaus PC Endstelle natürlich deutlich ausgereift und du kannst deutlich mehr machen. Ja, krass. Aber wenn ihr euch jetzt überlegt, wie fandet ihr denn das damals die Busse? Ich fand sie großartig. Ich habe die Bilder gesehen von Omsi in der Zeitschrift damals noch, weil damals war ja noch nicht so also Internet großer Hype so. Da musste man sich ja noch Zeitschriften kaufen, damit man so über aktuelle Spiele informiert wird. Richtig. Und wo ich damals die ersten Bilder von Omsi gesehen habe, ich habe mich sofort verliebt. Das war sofort meins. Ja, bei mir genauso. Ja. Wie gesagt, schon alleine der MAN, der dabei war hier, der, was war das, der, alten der 92, genau. Alter, war großartig, Alter, der sah so realistisch aus, Alter, der Sound, das hat sich so episch angehört. Als Kind bin ich ja viel mit diesen Bussen auch zum Schwimmen gefahren, von der Schule aus her, und man hat einfach wirklich diesen Klang wieder gehört, und das ist einfach so geil gewesen. Ich hab eine halbe Stunde gebraucht, den überhaupt anzukriegen. Ja, so saß ich auch dran. Handfuck ist das. Scheißegal, er wird erstmal alle Knöpfe rumgedrückt. Und dann irgendwann waren dann alle, man konnte fahren. Okay, jetzt beenden und dann nochmal neu starten und nochmal alle Knöpfe drücken, bis ich dann irgendwann mal gerafft habe, welche Knöpfe ich dann zuerst drücken muss. Richtig. Ja, der Mensch, der denkt irgendwann logisch weiter, wa? Irgendwann weiß er was. Ja, damals war noch uns eine Klasse für sich, heute wissen die Leute, die kennen, wie es funktioniert. Ja, aber es gibt immer noch Leute, die trauen sich an Omsi nicht ran, weil denen das zu kompliziert ist. Ja, die sagen, Omsi ist genauso kompliziert wie ein Astro, wie so ein Raumjet oder wie das heißt. So eine Rakete. Es gibt auch viele Leute, die trauen sich an Susi nicht ran, weil sie sagen, es ist ihnen zu kompliziert und so ist es halt mit Omsi im Bereich, ne? Ja, also. Und die 2 finde ich doch viel einfacher als der 1er, ne? Nee, das ist das gleiche. Würde man sagen. Das ist das gleiche. Nur eine Weiterentwicklung. Ja. Das gleiche, die Grafik war besser und die, es geht um die Steuerung, es geht allgemein einfach um die Steuerung und das Verständnis. Also bei Umzi 2 habe ich in 5 Minuten Bus angekriegt, wenn nicht schneller. Bei Umzi 1 habe ich nicht einen abgefurzelt. Ja, da wusstest du das ja, was du machen musstest. Ich kann sagen, das war ja der Vorteil, du brauchst ja nichts in Anführungsstrichen neu lernen. Lernen, genau, du hattest ja quasi das schon. Das Einzige, was ja im zweiten Teil bei Omsi neu zugekommen war, waren das ganz große Highlight, die Gelenkbusse. Juhu, das Beste von allen. Ich meine, das hätte man auch als Update nachschieben können, meiner Meinung nach, aber okay. Naja, da kann man sich nochmal streiten, heute noch wahrscheinlich. Ja. Guck mal, ich habe damals 30 Euro für den ersten Teil bezahlt. 35, glaube ich, hat das damals gekostet, ja, wo der neu rauskam, oder? Ne, ich hatte einen 5-Euro-Gutschein von Saturn. Ich habe damals auch, hab nicht gleich sofort gekauft, glaube ich, in 1. Ich hab's ja auch sofort gekauft, also, wo Omsi 2 in Steam kam, hat das instant, sofort. Nee, ja, und dann ging's erstmal los, weil, ich glaube, zum Start gab's nämlich ordentlich Probleme, nämlich. Nee, bei Steam habe ich das erste Mal ich bei Müller Sandberg gekauft, um die 2, habe ich da gesehen. Habe ich gleich gekauft, die CD. Früher hat man noch CD noch gekauft, konntest du einlegen. Ich glaube, das kennt nicht mehr. Doch, das kennen viele noch. Glaub mir. CD-Spieler nee, Phasus kennt das nicht mehr. Was sind CDs? Ja, du, mein Omsi 2 X10 habe ich auch noch als CD-Version. Was? Ja. Frage Phasus, weißt du, was ein Walkman ist? Das war der Vorgänger von MP3-Player. Nein, das ist Quatsch. Du erzählst schon wieder Lügen. Der Vorgänger von MP3-Player war nämlich der Discman. Also genau. Ja, es kam die CD. Nee. Dann früher musstest du so Kassetten reinlegen beim Musik hören. Dann kam CD und jetzt kannst du das ganz früher war Schallplatte. Und das absolute Nonplusultra, was du damals haben musstest, ja, bist du nie drum rumgekommen, ja, beim Discman, Antischock. Antischock?
Antischock. Weil da konntest du nämlich den Discman nehmen und schütteln und die CD ist, die ist nicht ausgegangen. Richtig. Weil die früheren Modelle, sobald du da einen so einen Huckel gemacht hast oder sowas, ja, dann ist sofort der Discman ausgegangen. Genau, weil er eine Schutzfunktion ein hatte. Weil der Laser sehr empfindlich war. Jetzt hatte ich einen Walkman gerne ein Disc-Dinger gehabt, dann MP3-Player und MP4. Ja, ich hab damals. Ich glaube, ich habe damals allein 50 Euro an Batterien ausgegeben, allein für den Discman. Ja, aber jetzt habe ich keinen... Logik. Ich höre jetzt keine Musik mehr unterwegs, mehr an sie so aufgerufen. Doch, also auf Arbeit muss ich Musik hören. Ich auch. Aber unterwegs höre ich... Also nicht auf Arbeit, aber unterwegs. Unterwegs höre ich keine Musik mehr. Wenn ich auf Arbeit Musik hören könnte, wäre ich... Ja, das ist ja nicht überall erlaubt. Zum Beispiel bei uns im Ausbildungszentrum darf man gar keine Musik hören, weil die da keine Rundfunkgebühren bezahlen und wenn sie natürlich, wenn man dann natürlich dann Radio oder irgendwas hört, dann muss man ja Rundfunkgebühren bezahlen. Ja, bei uns gibt es sowas nicht, weil einfach keine Handys oder sowas erlaubt sind. Nee, in der Schule war bei Musik können auch nicht erlaubt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aber meine Schule oder mein Lehrer, sagen wir mal mein Lehrer, war da recht locker. Der hat sich in Kunst und bei kleineren Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten, die etwas länger dauerten, hat er gesagt, ihr könnt auch gerne Musik anmachen, aber solange sie nicht laut ist. So, war kein Problem. Ist auch in Berlin zur Schule. Nein, ich bin in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen. Oder Entschuldigung, in Schleswig-Holstein ist genauso schlimm. Hallo, hallo, hallo. Ist ja nur der Acker hinter Hamburg. Wie man so schön sagt. Genau, weil die Magdeburger die besten Schulen haben, meinst du, oder was? Nee. Ah, ja. Nee. Da habe ich anderes gehört. Ja, das gehört. Kommst du noch an? Ja. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass Berlin nicht die besten Schulen hat. Beste, weißt du, ja, die Beste behaupten die Bayern ja immer. Die haben die beste Abi anscheinend. Ja, in Baden-Württemberg, da lernst du nur so reden, dass sich kein anderer Mensch versteht. Ja, das ist genau. Taktik. Du musst ja nicht alles verstehen, was wir sagen. Geheimsprache. Ja, erst bin ich auf Württemberg zur Schule gegangen, am Schluss bin ich in Baden zur Schule gegangen. Und, naja. In Baden war die Schule doch einfacher als in Württemberg. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit schön über unser Privatleben unterhalten in der Folge. Wahnsinn. Ich habe versucht, mit einem Omsi-Thema anzufangen. Jetzt wisst ihr zumindest, was ein Walkman und ein Discman ist und genau. Wie Hobby in seiner Schule war. Bildung fördert. Ja. Ich würde aber fast denken, das Video ist jetzt von der Kultusministerkonferenz gesponsert. Lörikerstraße. Warte, ich ruf Merkel an. Wer muss nicht Merkel anrufen? Ah, da ist wer anders für zuständig. Ja, aber die muss mir die Nummer von dem Typen geben. Kleiner Tipp, es ist eine Sie. Das lernst du in der Schule. Du! Politik ist nicht mein Thema. Gut, aber das reicht jetzt auch für diese Folge, ja. Ja, können wir nachher noch darüber reden. Wer wo was ist? Lörik, Endstelle. Endhaltestelle. Wo seid ihr? Endhaltestelle. Auch Endhaltestelle. Ja, das ist nicht so langsam. Ja, ich habe mich an Regeln gehalten. Ja, wir auch. Ja. Könnte ich jetzt auch behaupten. Ja, ich habe mir Gott sei Dank Beweis. Muss den Let's Play angucken. Ja, du schon, aber auch paar hast du den Beweis haben? Doch, den siehst du, weil der war jetzt vor mir. Ja, super, ne? Man kann diesen 5-Minuten-Tag gar nicht einhalten. So, alles aussteigen. Wir sind am Ende angekommen hier. Also, die Fahrt war jetzt sehr, sehr angenehm gewesen. Jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen was an der Grafik eingestellt. Lief auch gefühlt deutlich besser als noch in der letzten Folge. Also, mit ein bisschen richtige Einstellung kriegt man schon Lotus eigentlich zum guten Laufen hin. Aber es ist halt noch nicht das runde Ganze. Ja, aber es ist halt auch nicht mehr so heftig wie, ja, wie bei dem Livestream, wo wir Düsseldorf vorgestellt haben. Ah ja, nichtsdestotrotz, ne, Lotus muss arbeiten, knüppeln, knüfteln, bis zum Umfallen.
damit das Ganze hier ganz rund läuft. An sich, wie gesagt, also DLC ist Gold wert. Das macht richtig Spaß. Also da können sich die Leute von Tram Düsseldorf die Hände schütteln. Haben so gute Arbeit geleistet, in meinen Augen. Ja. Fahrzeuge sind großartig. Die Strecke, naja gut, davon hat man jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich muss dazu aber sagen, die hatten eine Menge Zeit und die Zeit hat sich aber auch auf jeden Fall gelohnt. Also man hat gesehen, dass sie hier wirklich Zeit und Liebe investiert haben. Ja, von daher können wir doch hier eigentlich mit abschließenden Worten sagen, wir freuen uns auf mehr. Ne? Gucken, wann es hier neuen Content gibt. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern jetzt. Wenn es natürlich weitergeht mit Lotus, halten wir euch natürlich dementsprechend auch auf dem Laufenden. Ne? Und sonst, ja, würde ich mich jetzt oder wir uns jetzt hier verabschieden. Hoffen natürlich, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Lotus. Und sagen danke fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.